Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, willkommen beim FCS-Magazin, heute mit Christoph Fenninger, unserer 13. Wir haben uns kurz vorher schon mal unterhalten. Es schneit mal wieder draußen. Ja, jetzt am Samstag sind es dann schon 12 Grad, ganz viel Sonne. Die letzte Partie, Christoph, ist abgesagt worden gegen Waldorf. Wie sehr nervt denn die witterungsbedingten Absagen? Zuerst Stuttgarter Kickers, dann Waldorf. Irgendwann nervt das doch mal, oder? Ja, auf alle Fälle. Das Spiel finde ich jetzt schon, weil es ist erst um 8:30 oder so, in der Früh ist es abgesagt worden. Mhm. Einerseits war es nicht schlecht, weil wir hatten dann 2 Tage frei. Ja, ich habe es gelesen, bis Dienstag habt ihr frei gehabt. Dienstag in der Früh dann wieder, aber es nervt dann schon, muss ja wieder unter der Woche nachgeholt werden. Und, ja. Ja, es steht ja eh noch eine englische Woche an. Dann gleich Nachholtermin wird wahrscheinlich Anfang April sein gegen Waldorf. Dann kommt noch der Saarland-Pokal Mitte April. Das wird noch ein schöner Ritt bis dahin. Für mich ist das nicht so schlecht. Ja. Also mal ein persönliches Ding, dass ich. Dann kannst du ja hier und da auch mal spielen, ja? Schätze ich. Aber natürlich so für die Relegation, das kommt ja auch mal näher, sagen wir mal. Das Risiko ist ja doch höher, Verletzungsrisiko bei so viel Spielen. Aber ja, muss man durchziehen. Am Wochenende kommt Koblenz nach Völklingen. Die stehen unten im Tabellenkeller, ziemlich weit unten. Ich will nicht sagen, sie sind schon abgestiegen, aber fast. Warum kann es trotzdem schwer werden gegen Koblenz? Ich würde mal sagen, jeder will den Tabellenersten dabei stellen. Ja. Besonders halt, wenn man so klar Erste ist eigentlich und dann denkt sich jeder, jetzt erst recht. Hm? Das natürlich und ja, die wollen sie natürlich auch nicht aufgeben. Wir wollen so viele Punkte nur sammeln, wie es geht. Das doch nicht aufsteigen, aber ja, ist immer das Gleiche. Gehen erst mal noch gewinnen. Und wir reden gleich weiter mit Christoph im FCS-Magazin Teil 2. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, wir sind zurück mit Christoph beim FCS-Magazin Teil 2. Wir haben drüber gesprochen, über Koblenz. Die kommen ja am Wochenende nach Völklingen. Dass das noch nicht gewonnen ist, gibt es auch, sagt auch das Ergebnis vom Hinspiel, es ging 1:1 aus. Ja. Was war damals passiert? Was war falsch gelaufen? Ich würde jetzt mal sagen, mit unserem besten Spiel. Ja. Ja. Natürlich kann man nicht jedes Spiel auf dem höchsten Level, man versucht, aber es funktioniert halt nicht. Ja. Wenn jetzt Koblenz vorbei ist und ihr es gewinnen solltet, dann sind es noch mit dem Nachholspiel 8 Spiele, glaube ich. Bei mindestens dann 15 Punkten Vorsprung auf Platz 3, dann kann man doch schon eigentlich von den Aufstiegsspielen reden. Auch wenn es doch keiner so richtig will, ja? Eigentlich ja, klar. Bestimmt, also mit unserem Team mit Sicherheit, wenn wir jetzt von den 8 Spielen noch 5 verlieren oder so. Ja. Wenn es weiter so läuft, was ich glaube, weil es super Charakter im Team. Aber man muss trotzdem, wie gesagt, die Relegationsspiele kommen immer näher jetzt. Und man muss dann wirklich das Level halten einfach und nicht absacken, sage ich mal. So, Unterhaching hat letztes Jahr nach dem Winter, glaube ich, 8 Spiele nicht gewonnen. Ja. Die waren 20 Punkte vorne oder haben 8 Spiele nicht gewonnen und so. Die sind dann trotzdem sicher durch, aber. Gewesen, aber trotzdem. Man muss einfach das Level halten. Ja, wen hättest du gern als Wunschgegner, wenn du dir einen aussuchen könntest für die Relegation? Wo sagst du, naja, der liegt uns einfach, hm? Oder der könnte uns liegen, wenn er spielt? Ich würde sagen 60. Ja. Also einfach, weil ich gerne. Das ist ja schon bei dir zu Hause fast, ja? Die haben geile Fans. Hm? Ja, hat auch geile Fans. Ja, so geile Kulisse. Die bringen auch jede Menge Fans mit, wahrscheinlich zu diesem. Ja. Ja, auch spielen, ne? Das wäre richtig geile Kulisse erstens. Mhm. Und wir würden es halt schlagen, sage ich. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da weiter sind. Natürlich ist Relegation immer 50-50 Spieler, aber ich gehe davon aus, dass wir schlagen würden. Geile 2 Spiele und dann Aufstieg und perfekt. Wie du das letzte Mal hier warst, da hat das Saarland-Pokal-Spiel angestanden gegen
Ligen, ich weiß nicht mehr, es war jedenfalls ein Verbandsliges, glaube ich. Da hast du auch gespielt. Die hast du ja fast alleine totgeschossen. Wie viele Treffer hast du gemacht in einem Spiel? Bei einmal 7, Mann. Beim anderen 6, oder? Ja, das war der Kante, ja. Ja, ein bisschen Pflicht, würde ich sagen. Ja. Für den Stürmer. Sonst weil ich mir irgendwie ein bisschen... Zeigen wollte, willst du? Muss. Muss, ja. Ja, gerade sind wir, also, wenn sie blöd an, aber gegen so einen Gegner muss man als Stürmer doch mal ein paar Tore machen. Wenn es dann 7 oder 6 sind, ist natürlich... Auch gegen Verbandsligist muss man die erstmal schießen. Ja, die können ja auch schon ein bisschen kicken, ne? Aber trotzdem, gute Pflicht ist er doch dahinter, aber trotzdem freue ich mich natürlich. Ja, wir reden gleich weiter mit Christoph im FCS-Magazin Teil 3. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Willkommen zurück beim FCS-Magazin Teil 3 mit Christoph Fenninger. Und Salat Nummer 13, ja, jetzt haben wir mal über den FCS gesprochen, sprechen wir doch mal über dich. Dein Vertrag läuft aus am 30.06.2018 dieses Jahr. Wie geht's da weiter? Gibt es da schon Gespräche? Ja, ja, aber jetzt ist noch nichts mehr. Nichts Festes, nichts Spruchhaltes. Ich habe nur Optionen. Mal schauen, ob ich das erreiche. Aber sonst Option heißt, du musst so viel Spielminuten haben. So viele Einsätze, ja. So viele Einsätze, dass du dann. Die Option ist, du kannst einen Vertrag nochmal ein Jahr zu verlängern, oder so, irgendwie wird es aussehen. Bei einer gewissen Anzahl. Ja, habe auch schon gehört, du wohnst mittlerweile in deiner eigenen Wohnung, nicht mehr im Hotel, dann willst du ja auch wahrscheinlich nicht direkt nochmal ausziehen am 30.06. Gehe ich mal stark von aus. Ich wäre da spontan, sehr flexibel, kann ich wieder raus, aber muss jetzt nicht sein. Ja, ist aber auch schwierig, ne? Also jetzt neben. Behrens und Schmitz. Ich würde mal sagen, der beste Sturm in dieser Liga oder vielleicht noch in einer höheren Liga. Dann verpflichtet man im Winter noch Sebastian Jakob, der von Kaiserslautern kommt. Ihr seid zu viert für maximal 2 Stürmer. Ich sag mal, wenn es ganz heiß wird, vielleicht mal in der Schlussphase mit 3 Stürmern. Das sind ein paar zu viel einfach. Da muss man sich durchsetzen. Wie schwer ist denn das gegen Kevin im Gegenspiel? Das ist klar. Die haben zusammen haben wir 35 Tore. Ja. Wenn ich da das Beste wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch in der zweiten Liga. Ja. So wenn ich 22, 23 Hütten hätte. Aber ja, wie gesagt, machen sie halt brutal stark. Da kann ich wahrscheinlich sogar trainieren, wie ich will. Die müssen gesetzt sein. Ja, muss man sich hier hinten anstrengen und warten. Und warten, ja, die Chancen kommen ja bestimmt bald in den englischen Wochen. Ja, wir reden gleich weiter im vierten und letzten Teil. Mit Christoph über den FCS. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Und wir sind zurück beim FCS-Magazin Teil 4 mit unserer Nummer 13. Wir haben gesagt, gerade darüber schon gesprochen, es ist natürlich schwierig, sich da durchzusetzen gegen Kevin und gegen Schmidti. Dann gibt es auch noch den Benjamin, der im Winter von Kaiserslautern kam, weil sie erst vertragslos war, vorher in Kaiserslautern gespielt hat. Man kann natürlich auch viel lernen von seinen Sturmpartnern. Jetzt ist es auch so, wie du schon gesagt hast, englische Woche, das wird der eine oder andere Einsatz für dich hoffentlich bedeuten dann, ja? Weil man ja auch die einen oder anderen Spieler vielleicht schonen will, auch dann im Hinblick darauf auf die Relegationsspiele. Der Trainer hat euch freigegeben bis am Dienstag, weil er gemeint hat, der ein oder andere geht schon so ein bisschen am Stock, ja? Oder man merkt der Mannschaft an, sie zum Teil auch müde, der ein oder andere Spieler. Wie müde ist die Mannschaft? Also ich sag, die 2 Tage haben schon gut getan. Ja. In alle Fälle, es tut immer gut. Ja. Ich finde jetzt nicht, dass jeder wirklich so platt war. Man hat es auf alle Fälle gemerkt schon. Klar, waren auch viele Spiele. So jetzt in 14 Tagen 5 Spiele. So Sascha Menninger zum Beispiel hat alle Spiele gemacht bis jetzt. So, ja. Also das tut schon mal gut. Da eine Pause zu haben. Ein bisschen erholen, ja. Gibt es da auch so ein bisschen Lagerkoller, dass man einen oder anderen mal mehr sehen kann und sagt, okay, ich brauche mal so eine Auszeit für mich, ja. Also die Mannschaft, die ist wirklich zu homogen einfach, ja. Passt einfach alles. Trotzdem nie was gehen eigentlich.
Bis Ende des Monats könnte der FCS bereits die Teilnahme an den Aufstiegsspielen fix gemacht haben. Klappt das oder klappt das nicht? Liegt natürlich auch ein bisschen am Gegner. Ich würde jetzt sagen, ja. Ja. Weil die Mannschaft wirklich einfach wirklich gut ist, wie gesagt. Aber. Ja. Die anderen müssen auch ein bisschen mithelfen und dann auch ein paar Punkte liegen lassen. Ja, Christoph, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Und alles Gute noch für deine Zukunft und natürlich auch für die kommenden Aufstiegsspiele, die dann im Juni oder Ende Mai anstehen werden. Wir sagen Tschüss. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und SsangYong im Saarland.